Wow, was für eine Ehre, bei euch sein zu dürfen. Ich war schon ein paar Jahre nicht mehr hier. Als ich das letzte Mal da war, habe ich aus Illustration hier vorne auf der Bühne einen Stuhl zertrümmert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt. Keine Angst, ich werde heute nichts kaputt machen. Obwohl hier vorne stehen ein paar tolle Gitarren, oder? Ah nee, keine Angst. Ja, heute bin ich mal mit der Doro da, mit meiner Frau. Ich habe ein Foto mitgebracht. Da könnt ihr sie mal vorne an der Leinwand sehen. Genau, mit unserer Tochter. Kriege ich das Bild? Ja, genau, da ist es. Guck mal, das war unsere Tochter, die Amy Grace. Und meine liebe Frau Doro, wie stark. Ja, auch ein paar Gäste aus Miltenberg sind da. Wir sind ja aus Miltenberg extra heute zum Gottesdienst gekommen. Klasse, dass ihr da seid, wo ihr auch sitzt. Super. Ihr seid ja gerade in so einer Predigtserie-Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist vielleicht nicht offiziell, aber der Heiko hat vor kurzem gepredigt darüber mit zu dem Thema, wir Christen sind Jünger. Jüngerschaft. Ja, wir bleiben Schüler und immer Lernende. Und diese Haltung, die brauchen wir. Das ist total gut. Und Graziano hat letzte Woche gepredigt über, wir Christen sind Diener. Diese Herzenshaltung des Dienens. Ja, wie wichtig ist es doch, ja, dass wir füreinander da sind. Und mein Thema, das ich heute für uns mitgebracht habe, ist, wir Christen sind Könige und Königinnen natürlich. Wow. Wir sind Königinnen und Könige. Und ich habe einen Vers mitgebracht aus 1. Petrus 2, Vers 9. Sicherlich kennt ihr den. Da steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Hey, wir sind Könige und Priester. Nicht nur Königstöchter und Königssöhne. Ja, wir sind Königskinder, ja, aber nein, hier steht, wir sind ein königliches Priestertum. Und wenn in der Antike ein Priester auch noch König war, also ein Priesterkönig, dann repräsentierte er ja, als König nicht nur sein Land, sondern auch seinen Gott, an den er glaubte. Und Petrus spricht es seinen Lesern zu, ihr seid Priesterkönige, Priesterköniginnen. Was ist das denn? Ich möchte noch eine zweite Bibelstelle vorlesen aus der Einleitung von der Offenbarung von Johannes. Und da spricht Johannes uns Christen auch an. Offenbarung 1, 5 bis 6. Da steht, Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, da steht nicht, dass wir irgendwann mal in einer dubiosen, fernen Zukunft oder irgendwann im Jenseits mal zu Königinnen und Königen gemacht werden, sondern dass wir es bereits sind. Ihr seid. Wow. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn, Vordermann, Hintermann oder wer auch immer sitzt. Wir haben schon Meet and Greet gehabt. Aber sag doch mal, hey, hallo, schön, dass du da bist. Du bist eine Königin und du bist ein König, wer auch immer da ist. Komm, sprecht uns das mal zu. Ey, wie gut. Und online könnt ihr das natürlich auch, wenn ihr zuschaut und mit der Familie. Sprecht uns doch mal zu. Ja, du bist eine Königin. Du bist ein König. Wer wurde jetzt begrüßt mit Hallo, Herr Kaiser? Okay, falscher Film. Ich weiß nicht, ob es dir befremdlich vorkommt. Ja, vielleicht sagst du, lieber Pastor Andi, von was träumst du denn nachts? Ja, ich bin doch keine Königin, ich bin doch kein König. Da müsste doch mein Leben ganz anders aussehen. Ich weiß doch, wie so ein königliches Leben aussieht, wenn ich so einen Fernseher einschalte und dann mir so die Royals angucke da aus England oder irgendwelche andere Top-Leute, die super reich sind, die sich alles irgendwie leisten können, die irgendwie wie die Könige hofiert werden. Ja, ich weiß doch, wie sowas aussieht und ich bin doch keine Königin, ich bin doch kein König. Bei mir ist
sieht es ganz anders aus. Ich fühle mich auch nicht so. Und vielleicht ist es bei dir aber auch ganz andersrum und du denkst, yes, ich wusste es, ich habe was zu melden, ich bin voll der King, yeah. Endlich bemerkt es mal jemand. Danke, Pastor Andi, dass du das mir zusprichst. Ja. Endlich, ja. Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Ja. Ich habe mein erster Punkt, den ich mitgebracht habe für uns heute, ist, jeder, wir alle, wir träumen davon, es gibt einen Traum, jemand zu sein. Jeder von uns, das steckt ganz tief in uns drin. Diese Sehnsucht, jemand zu sein, das ist ein Bedürfnis. Ja? Manche extrovertierte Menschen oder dominante Persönlichkeiten, die lassen es auch irgendwie alle wissen, ja? Dass sie etwas sind und lassen es auch spüren. Ja? Vielleicht so ein despotischer Chef oder so eine Filmdiva oder irgendwie sowas. Und wir alle kennen solche Menschen in unserem Umfeld, die irgendwie das raushängen lassen. Die meinen, etwas zu sein. Ja? Andere träumen aber eher still davon. So von einem Märchenschloss, das eigene Heim, sein eigenes Reich zu haben, über dem man was sagen und zu melden hat. Manchmal will man vielleicht jemand auch sein, der für Recht und Ordnung eintritt. Ja, so am Stammtisch sagt man so, wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich auf den Tisch hauen und es so oder so und so machen. Ja? Ich weiß nicht, ob du dich zurückerinnerst, was du so als Kind gespielt hast. Ja, vielleicht erinnert sich jemand so zurück. So, meine Tochter, die Amy, die will immer eine Prinzessin sein. Immer eine Prinzessin. Und ihre Vorbilder sind natürlich da die ganzen Disney-Klassiker, Rapunzel, Anna und Elsa und so weiter. Und ich habe ein Foto mitgebracht, zwei Fotos, guck mal da. Ja, immer Prinzessin, immer eine andere Haarfarbe, immer irgendwie was. Ja, so, ich, als ich Kind war, ich wollte immer ein Held sein, ja, so ein Superheld, irgendwas so. Entweder als Cowboy, Indianer nicht so, das waren immer die Loser so bei mir. Ja, das wollte ich irgendwie nicht so sein, ein Cowboy oder Held, ja. Oder ich habe Mafia-Boss gespielt. Ich habe auch ein bisschen was Italienisches bei mir drin. Bandenchef, Raumfahrer natürlich, ein Ritter oder Drachentöter, ein schlauer Erfinder, ja, der bahnbrechende Technologien entwickelt. Ich weiß nicht, was du gespielt hast als Kind. Ja, vielleicht wolltest du Polizist sein oder Polizistin oder Rennfahrer oder Rennfahrerin oder ein Doktor, ein Professor, ein erfolgreicher Rechtsanwalt. Ich weiß nicht, von was du auch vielleicht sogar jetzt noch heimlich träumst. All das zeigt, dass irgendwas in uns drin steckt, das etwas sein möchte. Wir wollen bemerkt werden, oder? Irgendwie still oder laut, irgendwie auffallen. Ja, das, was wir tun, soll irgendwie gut sein. Das soll bemerkt werden, positiv bemerkt werden am besten. Ja, wir wollen alle irgendwie etwas wert sein. Ja, ich will was wert. Ich bin doch irgendwie einzigartig, etwas wert. Ja, das wollen wir. Wir wollen auch so ein Mehrwert sein für andere oft. Wir wollen Anerkennung bekommen, Ruhm, sich einen Namen machen. Wir wollen geachtet werden. Ein Vorbild sein, so wie ein Held, den andere bejubeln, bestaunen und auch so sein wollen wie dieser Held. Ja? Wir wollen Einfluss haben, mitgestalten, mitsprechen, mitentscheiden. Ja? Wir wollen leiten und führen und all diese Dinge. Ja? Wir wollen etwas unserer Welt manchmal schenken, etwas, das bewegt, ja? Eine Hilfe sein, inspirieren oder Dinge ermöglichen. Übrigens, die Definition von leiten und führen ist, wenn man es runterbricht, so nichts anderes als Einfluss nehmen. Wenn wir Einfluss nehmen auf andere, dann führen wir und leiten wir. Und das, was als Sehnsucht tief in uns schlummert, das ist der Wunsch, ein Boss oder eine Chefin zu sein. Mit anderen Worten, ein König oder eine Königin. Und dieses Bedürfnis in uns trifft aber in unserem Leben oft schnell so die Realität. Ne? Nicht alles in unserem Leben läuft eben nicht so, wie wir es gerne hätten oder wie wir es uns wünschen würden. Ja? Wir kommen schon als kleines Kind immer wieder an den Punkt, dass wir nicht alle unsere Bedürfnisse gestillt bekommen können. Ja? Nicht alle unsere Träume können Realität werden. Nicht jeder kann und wird als Astronaut auf dem Mond landen können. Nicht jeder wird seine Träume und Ziele auch wirklich umsetzen können. Und während wir ja damit konfrontiert sind, dass nicht immer alles klappt, dass man nicht jedes Spielzeug bekommen kann, dass Mama und Papa nicht immer für einen da sein können, in jeder Minute,
Oder dass der Nachbarjunge nicht immer gleich mitspielen kann. Ja? Da lernen wir, ja, hoffentlich lernen wir es, Kompromisse und Verzicht auch zu üben. Ja? Wir lernen, mit den verfügbaren und erreichbaren Mitteln in unserem Leben zu handeln und wissen, was erreichbar ist, was möglich ist und was nicht möglich ist. Andererseits lernen wir aber auch zu manipulieren. Hey, und das steckt in jedem von uns. Vielleicht denkst du, oh, die oder der, der hat mal manipuliert. Hey, wir alle, wir neigen dazu, manchmal zu manipulieren. Was ist manipulieren? Dass wir irgendetwas tun, damit wir genau das bekommen, was wir eigentlich uns wünschen. Da gibt es so viele Tricks, große und kleine, ja, und ja, anderen schlechte Gefühle machen, ja, oder irgendwie was, ja, so ein bisschen erpressen, so hinten durch die Brust ins Auge, durch Halbwahrheiten manchmal, wir spielen einander aus und so, ne, wir wollen uns zu jemandem machen, auf legalem oder illegalem Weg, weil dieses Bedürfnis in uns drin steckt. Oder wir haben resigniert, ziehen uns zurück und sagen, klappt sowieso nicht. Klappt sowieso nicht. Ich lasse es lieber andere machen. Ich träume höchstens davon. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Bill und Ted. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Bill und Ted, Reise durch die Zeit. Ja, da sagen sie, ob du ein König bist oder ein ganz kleiner Mann, früher oder später tanzt du mit dem Sensemann. Ja, also mit anderen Worten, es ist ja egal, ob du was zu melden hast hier auf der Welt. Ist doch egal, ob du nichts hast oder ob du jemand bist. Ja? Irgendwann wirst du sowieso sterben. Uns trifft alles das gleiche Schicksal. Hey, heute Morgen habe ich eine gute Nachricht für dich. Wir Christen, wir haben eine Ewigkeit vor uns. Hey, wir tanzen nicht mit dem Sensemann. Ja? Der tanzt höchstens ganz hinten am Schluss und macht den Letzten. Ja? Der muss das machen, was Gott sagt, der Sensemann. Wir Christen haben eine ewige Hoffnung über den Tod hinaus. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst. Ob du jemand bist, der schon resigniert hat, der die Aufgaben in deinem Leben, die vor dir stehen, eine Herausforderung andere machen lässt. Oder ob du manipulieren versuchst, andere zu bewegen, damit sie das tun, was du eigentlich willst. Oder ob du eifrig, vielleicht wirklich total auf gutem Weg die Karriereleiter irgendwie im Leben hochkletterst, die Gelegenheiten, die es dir bietet, nutzt. Ich will dich daran erinnern, was du in Jesus bereits bist und deine Berufung, die du hast. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus hat dich zu jemandem gemacht. Wow, du bist eine Königin, du bist ein König. Wow! Ja? Er gibt dir eigentlich genau das, wonach du dich tief in deinem Herzen sehnst. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, was? Echt? Dann mach dein Herz auf. Ich glaube, Jesus möchte dir heute begegnen. Er möchte dich aus, vielleicht liegst du irgendwie in den Emotionen am Boden, wie in der Asche deines Lebens. Und heute möchte Jesus dich aus der Asche heben. Und sagen, ich setze dir eine Krone auf. Er bemerkt dich. Da, wo dich keiner bemerkt. Wo vielleicht sogar Pastoren dich nicht bemerkt haben. Er bemerkt dich. Du willst etwas wert sein. Er liebt dich so sehr, dass er dich teuer erkauft hat mit seinem Blut. Dass er bereit war, nicht nur bereit, er hat es durchgezogen, ja. Er hat für dich gelitten am Kreuz. Er hat bezahlt. Du willst Anerkennung bekommen, ja? Er krönt dich mit seinem Ruhm. Aus der Asche raus zieht er dir neu eine glänzende Kleider an und setzt dir eine Krone auf deinem Kopf. Und oft haben wir so als Christen so im Worship, wenn wir in die Anbetung kommen, so dieses Bild, ja, wir kommen jetzt in den Thronsaal und wir beten den König auf dem Thron an. Das machen wir natürlich. Ja? Aber wisst ihr, wen er da mitsitzen hat lassen auf seinem Thron? Dich. Eigentlich sitzen wir bei unserem Papa auf dem Schoß, mit auf dem Thron. Ganz nah. Nicht aus der Ferne beten wir irgendwie an, sondern ganz nah. Jesus wünscht sich, dass du ganz nah an ihn rankommst und du darfst.
Ja? Du willst geachtet werden. Jesus setzt dich als Vorbild ein. Er sendet dich in diese Welt, ein Vorbild zu sein, einen Unterschied zu machen. Du willst Einfluss haben und Jesus gibt dir Einfluss. Jetzt gibt es ein paar Missverständnisse, die genau das abschmälern. Und das macht ja, manchmal denkt man so, ja, Jesus ist mit einem Königreich, das ist ja irgendwie nur so nebulös, irgendwie nicht greifbar. Ja, welche Art sind wir denn, welche Art von Königinnen und Könige sind wir? Ne? Ist ja irgendwie so ein austauschbares Synonym für das Königreich. Ja, und es ist nicht so greifbar. Die Bibel kennt ja auch verschiedene Wörter dafür. Himmelreich, Reich Gottes, Königreich. Ja, und bei dem Wort Himmelreich, da denken wir immer an so was Jenseitiges. Ja, wenn wir irgendwann mal gestorben sind, dann sind wir im Himmelreich. Wenn irgendwie, ja, vielleicht eine besondere Erweckung passiert, dann ist irgendwie so der Himmel auf Erden, ja. Das schwingt so mit, immer muss irgendwas passieren, die Entrückung kommen oder ich muss sterben, damit ich dann im Himmelreich bin. Hey, wir sind Königinnen und Könige im Himmelreich und wenn wir mal gestorben sind, bei Jesus sind, dann sind wir auch dann im Himmel. Aber das greift schon jetzt, dort auch im Jenseits, aber es beginnt hier und jetzt. Das Königreich Gottes bricht in uns an, wenn der König selbst in uns angebrochen ist. Als Jesus auferstanden war, erschien er seinen Jüngern und hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und darum sende ich euch. Wow. Es ist nicht etwas jenseitig, es ist jetzt. Er ist der Herr, der König der Könige. Ja? Und es heißt doch, dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist. Stimmt. Und es bedeutet gleich mehreres. Einmal bedeutet es, der König selbst ist im Himmel. Jesus ist auferstanden und aufgefahren in den Himmel und hat sich dort auf den Thron gesetzt. Hey, und das Geniale daran ist, dass unser Königreich, in dem wir als Christen leben, nicht durch eine irdische Funktion, ja, irgendeinen irdischen Thron oder durch irgendein politisches Amt irgendwie gelehrt und gelenkt und gesteuert wird. Nein, hey, unser König sitzt im Himmel und dort kann ihn kein Mensch runterstürzen. Keine Revolte, ja. Er ist unumstürzbar, ja. Kein Christenverbot, keine Macht der Welt kann ihn stürzen. Wie genial ist das? Und sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist kein Reich, das irgendwie durch irgendwelche Gesetze oder durch irdische Kämpfe, durch Kriege oder Eroberungen oder gerechte Wahlen oder ungerechte Wahlen irgendwie etabliert wird. Es ist nicht so ein irdisches Reich, wo wir Menschen oft drauf warten und hoffen, dass der große Befreier kommt. Nein, es ist nicht auf diese Art und Weise. Ja. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht von Game of Thrones. Ja. Da bei diesem Lied, das Lied von Eis und Feuer, da kommt so ein Vers drin vor, da heißt, Kronen stellen seltsame Dinge mit den Köpfen darunter an. Sobald wir Menschen irgendwie Machtpositionen bekommen, eine Krone bekommen, zeigt sich oft, was wirklich in uns steckt. Und es ist nicht immer gut. Ja, und darum ist das Königreich Gottes kein irdisches Königreich. Weil wenn es so wäre und wir irgendwelche Kronen von Jesus, dann wären wir wieder die, ja, ich glaube, wir würden den gleichen Fehler machen, wie viele Könige und viele Reiche vor uns es schon getan haben. Ja? Das Königreich Gottes beginnt nämlich unsichtbar in uns, in dir, unsichtbar. Es ist ein unsichtbares Reich in uns. Da muss in uns etwas geschehen. Eine lebendige, freundschaftliche Beziehung mit dem König der Könige. Und wenn wir dann mit ihm reden, so ganz intim, hey, dann ist es wie ein Papa-Kind-Gespräch. Viel besser als eine Privataudienz bei einem König, ist es mit ihm zusammen, ganz intim, unterwegs zu sein. Wisst ihr, das ist das Interesse von Gott, Auge auf Augenhöhe mit dir unterwegs zu sein. Er will in dir sein, mit dir sein, bei dir sein. Und in diesem inneren Gespräch, da ist ein Herzensaustausch möglich.
Ich finde es so fantastisch, wie Jesus oft so ganz kleine Gebete erhört. Kennt ihr das, so ganz kleine Gebete? Manchmal betet man so ein kleines. Ich habe mal für ein Erdbeben gebetet und habe es gleich gekriegt, wie doof. Man muss aufpassen, für was man betet. Ja, während der Corona-Zeit 2020, irgendwann da nach dem Lockdown, so, wir wollten als Family zu einem Zoo gehen, in einen so einen kleinen Zoo gehen und wussten nicht, hat er offen, hat er nicht offen, wir wussten es nicht genau. Wir hatten auch ein bisschen enge Zeitspanne, denn am Nachmittag kam jemand der wollte irgendwas kaufen bei uns. Irgendwie Kleinanzeigen, irgendwie sowas, da wollte jemand was abholen. Also sind wir los mit unserer Tochter zu dem Zoo. Ja? Und dann kamen wir zu dem Zoo und da war dicht. Ja? Wegen Corona natürlich durfte man nicht rein. Und wir so, okay, schade, dann gehen wir halt eine Runde spazieren. Ja? So. Und innerlich habe ich gebetet und habe gesagt, oh Jesus, schade, dass wir da jetzt nicht in den Zoo können. Na? Aber sowieso, immer in diesem Zoo, das sind die Kängurus, die sind immer so weit weg in so einem Gehege, irgendwo hinter einem Gehege, die sieht man nie. Und ich würde gern mal so ein Känguru ganz nah sehen und das der Amy zeigen. Das wäre doch schön, Jesus. Das habe ich gebetet, innerlich, das hat meine Frau nicht mitgekriegt, ne? Aber ich habe es gebetet. Nach unserem Spaziergang sind wir heimgefahren und dann kam der Typ von den Kleinanzeigen, der bei uns was abholen wollte. Und der kam, meine Frau hat gerade unsere Tochter ins Bett gebracht. Und ich regel das so mit den Finanzen und er sagt, halt, warte mal, ich habe da was im Auto. Und ich so, okay. Dann macht er die Autotür auf, greift rein und drückt mir irgendwas in den Arm. Ich konnte mich gar nicht wehren. Und ich dachte, was ist das für ein Tier? Und hat der ein echtes Känguru in seinem Auto gehabt. Und ich habe gebetet, hey, ich will es mal ganz nah sehen, aber so nah. Ich habe das Känguru im Auto. Was ist denn das? Das ist ein Känguru. Und ich so, wow, was mache ich jetzt damit? Und da sagt er, geh rein und zeig's deinen Leuten. Und ich so, okay, ich komme rein. Doro, ich habe ein Känguru. Und sie, was? Ja, ich ruhe jetzt, ich bringe doch gerade unsere Tochter ins Bett. Ich habe aber ein Känguru. Und sie, was? Und dann kam ich rein ins Kinderzimmer mit einem echten Känguru. Hey, wie wahrscheinlich ist es, dass du eineinhalb Stunden vorher für ein Känguru betest und kurz danach kriegst du ein Känguru an den Hals gehängt. Hey, ich sag euch was, unser Papa im Himmel ist viel besser, als dass wir es denken. Und viel lustiger, als wir manchmal denken. Yeah. Ja. Hey, aber es startet mit, dass wir diesen König in uns etwas machen lassen. Ja. Dass wir von Neuem geboren werden, so nennt es die Bibel. Dass wir von Neuem geboren werden, dass wir rein, wessen Geisteskind bist denn du? Ja. Die Pharisäer, die hat Jesus manchmal Otternbrut, Schlangengezücht genannt. Ja. Kinder der Schlange. Boah, was für ein Geisteskind waren sie. Es waren die, die vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, aus eigener Kraft, mit eigener Selbstüberschätzung. Ja? Wir haben es, wir wissen, wie es richtig ist. Ich glaube, wir brauchen eine neue Gesinnung. Und jeder von uns, egal wo du stehst, ob du denkst, ja, yeah, ich bin's, oder ob du sagst, oh, ich zweifle, oder ob du sogar mit eigenen, irgendwelchen komischen Mitteln versuchst. Ja? Wir brauchen eine neue Gesinnung. Dass wir ein Kind Gottes sind. Ja, sein Wort ist der Same und aus ihm wachsen gute Bäume, die Frucht bringen. Ja. Baum ist ein Symbol in der Bibel, oft ein prophetisches Bild für eine wirkliche, für entweder ein Herrschaftssystem oder für Könige und Königinnen, ja, die Herrscher und die Größe des Baumes und seine Frucht, die er trägt. Und du sollst gute Frucht tragen. Und es beginnt mit einem guten Samen in unserem Leben. Ja? Und dieses unsichtbare Königreich hat dann eine Auswirkung, eine sichtbare Auswirkung in unserem Leben. Ja? Da, wo es beginnt, in unserem Umfeld dann zu greifen, da wird das Reich Gottes und das Himmelreich sichtbar jetzt schon. Und darum beten wir, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja, Jesus hat dich zu jemandem gemacht, der tatsächlich den Himmel auf die Erde regieren kann. Jemand, der in seiner Herrschaft gute Früchte bringt. Das kann dein Gebet heute Morgen sein. Lass mich jemand sein, der gute Früchte bringt. Mein dritter Punkt, den ich mitgebracht habe. Du regierst, aber nicht alleine. Wow, ein ganz wichtiger Punkt. Jesus ist kein Despot oder Tyrann oder Alleinherrscher.
Wir bedenken das mal, ja, Jesus sitzt auf dem Thron, oh, er alleine. Es stimmt, er hat alle Macht. Ja? Aber das wird oft missverstanden, denn Jesus teilt seine Macht. Dieser große Herrscher, der alle Macht hat, teilt seine Macht. Mit wem? Mit dir und mit mir. Hey, wir sind ein Volk von Königinnen und Königen. Wir haben es gerade gelesen, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Er hat uns gemacht zu einem Königtum. Er verteilt seine Königsherrschaft. Und wir sind heute Morgen, wenn du dich rumguckst, wir sind in einer Versammlung von Königinnen und Königen. Hey, wenn wir zusammen mit unserem Papa und König sprechen, dann beten wir und es hat Power. Und wir brauchen nicht beten für Kängurus. Ja? Hey, wir können beten, wir haben heute gebetet für Anliegen. Hey, und ich glaube, Gott hört es und es hat Power und es hat Kraft. Warum? Weil Gott uns eine Stimme gibt, etwas zu sagen gibt. Das, was wir beten, das, was wir sprechen, das hat Power. Es hat Kraft. Ja. Jesus ist unser Großkönig, der König über alle Könige. Ja. Oh, ihn und seine Königsherrschaft muss ich anerkennen über der meinen. Das bedeutet, ich lege meine Krone ab. Wo bin ich denn König? Über meinem Leben. In meinem Bereich, über den ich gesetzt bin. Überall da, wo ich was zu sagen habe. Und wenn ich vor Jesus komme, dann lege ich meine Krone ab und sage, hey, Gott, es ist deine Herrschaft. Du bist der König der Könige. Ich gebe alle meine Rechte ab. Jetzt wird es offiziell. Ja, mein Königreich über alle Bereiche, über die ich wirken darf, wo ich Einfluss haben darf, wo ich Vorbild sein darf, wo ich irgendwie wirken darf. Ja, in diesem Bereich alle meine Rechte, alle meine Wünsche, all mein eigenes Wollen, meine Pläne, meine Karriere, meine vielleicht auch nicht ausgeübte Herrschaft, da wo ich es unterlasse, etwas zu tun, mein Herrschaftsverzicht, den ich vielleicht sogar habe, alles, was ich bin und habe, ja, gebe ich nun dir, dem König der Könige. Und wenn das geschehen ist, wenn dein Königreich dem König der Könige erlaubt hat, Teil seines Reichs zu sein, dann hebt Jesus dich hoch und setzt dir seine Krone wieder auf. Es ist seine Krone, die du trägst, nicht mehr deine. Friedrich der Große, das war ein wirklicher König, der hat mal was gesagt. Er hat gesagt, es heißt, dass wir Könige auf Erden, die Ebenbilder Gottes seien. Ich habe mich daraufhin im Spiegel betrachtet und sehr schmeichelhaft für den lieben Gott ist das nicht, sagt er. Ja? Er dachte, wie viele andere auch, dass nur echte irdische Könige, also wenn du ein tatsächlicher König bist, ja, eine tatsächliche Königin bist, dann bist du das Ebenbild Gottes. Ja. So nein, es gilt allen. Ja. Vielleicht hätte Friedrich der Große mal seinen Diener, den Fridolin den Kleinen, betrachten sollen und hätte in ihm vielleicht das Ebenbild Gottes gefunden. Ja. Genau darum geht es. Es geht nicht, wir sind nicht alleine Könige und Königinnen, ja, sondern, hey, wir sind gemeinsam unterwegs mit vielen anderen Königinnen und Königen, die alle ihr Reich haben. Vielleicht ist es dein Bereich, nur ein ganz kleiner Bereich. Ich habe nicht viel zu melden. Oder du hast einen großen Einfluss, eine Riesenfirma, viele Angestellte oder irgendwie sowas. Hey, das ist eine große Verantwortung. Und jemand hat vielleicht fast gar nichts. Hey, aber über das, was du bist, macht Gott dich zu einer Königin und zu einem König. Und keiner setzt sich selber ein. Ein selbst eingesetzter König ist kein guter König. Eine sich selbst eingesetzte Königin ist keine gute Königin. Ja? Und weil Jesus auch deinen Nächsten zum König oder zur Königin gemacht hat und alles, was er tut, ist gut, ja? Darum dürfen auch wir unsere Nächsten zu Königinnen und Königen machen. Wir tun das, was wir unseren König, den König der Könige tun sehen. Ja, wir krönen uns einander.
Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, ja, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Finde ich super. Aber wisst ihr, oft können wir unsere Krone nicht richten. Ja, weil wir sehen nicht, wir sind hingefallen, vielleicht ist noch alles schepp, irgendwie ein bisschen, ja, was, eine Schmiere im Gesicht, irgendwas, Krone ist schief. Ja, wir brauchen einander. Ja, eigentlich heißt es hinfallen, aufstehen und gegenseitig aufrichten und wir richten uns einander unsere Kronen, ja, und helfen uns. Wir schauen in unseren Nächsten und suchen nicht, ja, ah, guck mal, wie blöd und wie doof und wie eckig und wie kantig die Person ist und was sie wieder vergessen hat, sich zu entschuldigen und wie sie sich wieder aufführt, sondern wir suchen das Gold im Dreck bei unserem Nächsten und wir wissen, dass Jesus auch die, meinen Nächsten zu einer Königin, zu einem König gemacht hat. Und so oft sind wir neidisch auf das Königreich eines anderen. Wir schauen immer so über den Tellerrand und denken, bei dem anderen, ja, also ganz ehrlich, ganz oft im Restaurant geht es mir so, ich bestelle irgendwas, wo ich denke von der Karte, das ist bestimmt lecker, ja. Und dann kommt es und dann kriegt irgendjemand an einem anderen Tisch irgendwas anderes und denkt mir, oh, warum habe ich nicht das bestellt? Wem geht es so manchmal? Ja, hey, mir passiert es ganz oft so, wir sind so neidisch, ja. Und wir sind oft blind für das eigene Königreich. Wir sehen unseren Nachbarn und dessen Gras ist immer grüner, momentan nicht. Bei meinem Nachbar sieht es genauso aus wie bei mir, alles Stroh gebrannt, ja. 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 Der Pool vom Nachbarn, ja. Oh, ja. Oder wir sehen vorne den Worship-Leiter oder die Worship-Leiterin. Das will ich auch, warum nicht ich? Wir sehen den coolen Pastor, den Heiko, wie er hier vorne abgeht und denkt, warum nicht ich? Das will ich auch. Warum nicht ich? Ja. Wir sehen die Mama mit dem tollen Kind, was so vorbildlich sich verhält und warum sind meine Kinder nicht so? Wir sehen die Fähigkeiten von irgendjemand anderem und denken, brillant, warum kann ich das nicht? Oder die Position, die irgendjemand hat. Und vielleicht ärgert es uns irgendwo ganz tief drin und ich könnte es vielleicht sogar besser. Hey, die anderen haben nie irgendwie so eine Herausforderung, ja? Oder solche Probleme, wie ich sie immer habe. Ständig ploppt bei mir was auf. Warum? Bei mir, ja? Wisst ihr, Gott hat dir ein Königreich gegeben. Warum willst du das Königreich eines anderen? Warum willst du das Königreich eines anderen haben? Mein vierter und letzter Punkt ist, was ist denn ein Königreich? Noch ein Zitat. Ein König ohne Macht ist einfach nur albern. Ja, tatsächlich, wenn Jesus dir zuspricht, du bist eine Königin, ein König, dann gibt er dir auch Autorität und Macht. Ja, du hast bereits ein eigenes Königreich, das ganz unter deiner königlichen Verwaltung steht. Dein Leben. Es fängt in dir drin an. Mein Herz, meine Gedanken. Du bist Königin, du bist König über deine Gedanken. Nach außen, ja. Überall, wo du irgendwie dich gibst und wirkst, ja. Da, wo du dich äußerst, da hast du Autorität drüber. Du kannst entscheiden. Überall, wo du Einfluss hast, das ist dein Wirkungskreis, dein von Gott gegebener Bereich, in dem du offiziell wirken darfst und sollst. Ja. Über diesen Bereich hast du Autorität. Dieser Bereich kann auch wachsen. Wenn du sagst, aber bei mir, mein Bereich ist ja nur so klein. Ich habe ja vielleicht nur meine kleine Wohnung. Mehr weiß ich, habe ich nicht. Oder ich bin noch Student, ich habe noch fast gar nichts. Ja. Hey, aber du hast was. Sei doch der beste König, die beste Königin in dem, was du hast. Wow! Und dann fängt an, dein Bereich zu glänzen. Mach dir diesen Bereich, über den du gesetzt hast, zu dem besten Bereich auf der Erde. Wow! Ja, dieser Bereich wird dann wachsen und dein Wirkungskreis wird dann auch zunehmen. Dort kannst du sehen und erleben, wie das Königreich Gottes durch dich Gestalt annimmt. Warum guckst du immer, wo ist das Königreich Gottes? Hey, es soll bei dir anfangen. Und es darf anfangen, weil Gott dir die Autorität gibt. Wenn du mit ihm zusammen lebst und ihn in dein Herzen hineinlässt, hey, dann kannst du auch wirklich Einfluss nehmen, so wie es ihm entspricht.
wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Gnadenvoll, voller Vergebung oder fordernd. Wie du mit ihnen sprichst, wie du sie vielleicht sogar nennst. Wie du über sie sprichst. Wie du über deine Feinde sprichst. Über die, die dich beneiden, die dich mobben. Wie sprichst du über sie? Über die, welche dir auch wirklich etwas schulden. Sprichst du wie eine gute Königin, wie ein guter König? Wie du mit denen umgehst, die dir anvertraut sind, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Enkel, deine Kollegen, deine Untergebenen auf der Arbeit, deine Angestellten, aber auch die, die vielleicht etwas dir zu sagen haben, deine Dienstleister, die du in Anspruch nimmst, den Verkäufer, den Postbote, die Dame in der Arbeitsagentur oder den Typ, der für dich zuständig ist, den Kellner, die Kellnerin. Wie großzügig bist du mit deinen Finanzen? Wie ein König, wie eine Königin oder wie ein Bettler? Dein Verantwortungskreis, ja, das Amt oder die Position, die du hast, wo du auch wirklich Verantwortung hast, wie gehe ich damit um? Wenn du Papa bist oder Mama bist oder wenn du Schüler oder Student oder Chef bist, egal was, ja. Die Werkzeuge und die Technik, die Maschinen, die du bedienst, ja, wie gehst du damit um? Und dann sagst du, mein Alltag, der ist mir oft zu much. Ich schaffe es irgendwie nicht. Ja? Der ist viel zu unheilig. Ja? Mein ganzer Alltag, oh, ich sehe mich so in den Gottesdienst. Hey, es ist super, in den Gottesdienst zu kommen. Aber nimm doch den Gottesdienst auch mit da rein, in dein Königreich. Fang an, dort einen Altar zu bauen für deinen König der Könige, weil er der König der Könige in deinem Reich ist. Lerne den Lärm, den Schweiß und die Thermoskanne deines Alltags lieben. Wirf dich voller Dankbarkeit und Hingabe ins Leben hinein und sag, yeah, da sind, ja okay, vielleicht sind unheimlich viele Herausforderungen da, unüberwindbar scheinende Berge. Hey, aber fang an, zusammen mit Jesus dieses Land wieder einzunehmen und zu regieren. Egal wie klein oder wie groß dein Bereich ist, in dem du Einfluss hast, sei der beste König, den es dort gibt, die beste Königin. Jesus hat dir dort die Krone gegeben. Verstoß doch dein Königreich nicht, indem du andere Königreiche wünschst. Ja? Ist dein Reich chaotisch oder verwüstet, dann krempel zusammen mit Jesus deine Ärmel hoch und beginne zu ordnen und zu herrschen. Erwarte nicht, dass ein anderer König das für dein Königreich übernimmt. Wenn du es liegen lässt, ja, dann wird etwas anderes dort herrschen. Wie in so einer Studentenbude, ja, schon 5 Packungen von den Pizzas, ja, die stapeln sich da und wenn du genau hinguckst, dann weißt du schon, wer dort regiert. Ja, du hast es nicht weggeräumt, du hast nicht für Ordnung gesorgt, dann kommen die Kakerlaken und die freuen sich. Yeah. Noch ein Zitat, okay? Aus League of Legends, das ist ein Computerspiel, Online-Spiel. Ne? Du kannst auf einem Thron sitzen, aber das macht dich noch nicht zum Herrscher. Es zeigt nur, dass du einen Hintern hast. Ja, ey, wir Christen, wir sitzen auf Thronen heute auch. Du sitzt auf einem schönen Thron, ich muss hier vorne rumlaufen. Früher war das anders, also im Mittelalter, da ist die Kirche gestanden, sogar mehrere Stunden und der Prediger saß vorne. Ne? Wie interessant, wie cool. Können wir auch wieder mal anders machen. Ja, ja, ich kannte mal jemand, so der prophetisch begabte Frau und sie kam immer rein in ein Gebetsmeeting und sie fing immer an, in ihrem Haus den Geist der Unordnung zu binden. Fast in jedem Gebetsmeeting. Den Geist der Unordnung. Und dann war ich mal bei ihr zu Hause. Hey, und dann habe ich gewusst, warum sie das betet. Ja, ein Chaos. Ja, so was habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich gesagt, hey, du betest gegen den Geist des Chaos und der Unordnung. Hey, aber was du machen musst, einfach mal die Hände nehmen und den Mist da wegtragen und mit anpacken, ganz praktisch. Ja? Lass uns doch ganz praktisch anfangen, in unseren Königreichen, in deinem Königreich aufzuräumen. Mit Gottes Hilfe, er macht es doch mit uns, weil er unser Papa ist, der uns lieb hat. Aber wir müssen anfangen. Wir können auf unserem Hintern sitzen, auf dem Thron, oder wir können aufstehen und anfangen zu regieren.
Danke doch Gott für deinen Alltag, dein Reich, das du in seinem Namen beherrschen darfst. Und die Bibel gibt uns gute Lehre, wie wir in unserem Leben herrschen können. Es gibt so viele biblische Beispiele von Königen und Königinnen. Ja, und du darfst lernen von ihnen, wie sie gefallen sind oder wie sie geglänzt haben. Ja, König David, König Saul, Königin Esther und so weiter und so weiter. Ja, und du darfst lernen vom König der Könige, von Jesus selbst, wie er als König mit seiner Dornenkrone am Kreuz seinen Feinden vergab. Hey, und ein guter König tut nicht regieren, und eine gute Königin tut nicht regieren, um dafür Geld zu bekommen, oder? Hey, ich bin jetzt König, weil meine Schatzkammer ist dann richtig, die wird immer voller. Nein, ein guter König und eine gute Könige, die regieren, weil sie wissen, wer sie sind. Heute Morgen sollst du wissen, wer du bist. Die Königin, der König über dein Königreich. Gott macht dich dort zu einer Herrscherin, zu einem Herrscher. Und du musst wissen, wer du bist. Ich möchte noch aus Lukas 22, 24 bis 26 einen Vers vorlesen. Da gab es nämlich einen Streit unter den Jüngern. Und von denen wollte jeder der King sein im Königreich Gottes. Und da heißt es, und es entstand auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Jesus aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Unser König ist ein dienender König, ein Priesterkönig. Und wir dürfen von ihm lernen, so weil wir seine Krone aufhaben, seine dienende Krone aufhaben, nicht unsere herrschende, dominante oder was weiß ich für eine Krone. Die haben wir abgelegt. Wir haben seine Krone aufgesetzt bekommen. Und wir müssen es in seiner Gesinnung und in seiner Art tun. Wir dürfen alles in unserer Macht Stehende tun, einander zu dienen, einander zu ehren, uns gegenseitig hochzuheben. Und das ist Liebe in Aktion. Jesus setzt dich und uns alle auf Throne. Und auch wir dürfen unsere Nächsten auf Throne setzen. Jesus ist unser Vorbild. Er hat uns zu Königinnen und Königen gemacht, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, haben wir gerade gehört. Wir leben und verkündigen seine Tugenden, nicht unsere. Seine Tugenden. Dann bist du auch jemand. Wir wollen alle jemand sein. Ein guter König, eine gute Königin. Wenn wir seine Tugenden vorleben. Ich lade dich heute Morgen ein, da wo du bist, mal aufzustehen. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du vielleicht aus der Predigt ausgestiegen bist oder der Punkt, der dich angesprochen hat. Aber ich möchte dir heute Morgen etwas zusprechen. Du darfst heute Morgen Ehre empfangen. Vielleicht sagst du, oh, ich habe doch nichts oder ich bin nur so klein. Ja, Jesus sagt, ich will dich ehren. Du bist nicht nur seine Prinzessin, sein Prinz. Du bist eine Königin und ein König. Denn ich habe dich dazu gemacht. Du bist jemand. Vielleicht hat es kein Mensch gesehen. Aber Jesus sieht dich heute Morgen und er sagt dir, ich sehe dich. Jesus hat dich zu einem König, zu einer Königin gemacht. Er anerkennt deine Herrschaft und deinen Wirkungskreis, deinen Alltag,
Vielleicht bist du mit Anliegen gekommen, voll mit Anliegen aus deinem Alltag. Hey, und es ist gut, diese Anliegen vor deinen König zu bringen. Du sollst heute Morgen Autorität bekommen und Kraft zu bekommen. Und Jesus sendet dich dann wieder genau in deinen Alltag. Nicht in den von deinen Nachbarn oder deiner Nachbarin, sondern in deinen Bereich. Und dort darfst du ein Segen sein. Heute Morgen, vielleicht bist du hier und hast bisher deinen Wirkungskreis, deinen öden und schnöden Alltag abgelehnt. Gestöhnt darüber und sagt, oh nein. Adoptier doch wieder dein Königreich. Steh auf in deinem Königreich. Nimm deinen Alltag, es ist deiner. Werde eine gerechte Herrscherin, ein gerechter Herrscher da drin. Ich habe einen Eindruck, Heiko. Ich habe einen Eindruck, dass Gott euch als Kirche euren Wirkungskreis vergrößern möchte. Ein Wirkungskreis, der größer ist als nur ein weiterer Standort. Und ich sehe, es kommt von dieser dienenden Haltung heraus. Da, wo ihr diese dienende Krone als Kirche, als Church von Jesus aufgezogen habt, da gibt er euch ein Mandat und weitere Plätze. Das ehrt ihn. Das ehrt ihn, empfangt das. Und vielleicht auch du, wo du bist, und sagst, mein kleiner Bereich. Jesus, wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. Ja? Gib ihm Raum da drin, in deinem Bereich. Werde dort ein Diener, eine Dienerin. Fang an, deinen Nächsten nicht zu beneiden, sondern es zu feiern, was er hat und ihn damit zu segnen. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, ob du diesen König der Könige schon kennst. Ob du ihn als deinen Papa kennst, der dich liebt. Der dich krönet in deinem Leben. Der dich liebt und dir dazu spricht, hey, ich hab dich so lieb. Ich will ganz nah bei dir sein. Der sich sehnt nach dir und nach deinem Königreich. Wenn du diesen König der Könige, diesen genialen König, der so anders ist als alle Könige dieser Welt, wenn du ihn persönlich kennenlernen willst und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, mein Königreich, über das ich bisher geherrscht habe, gut, mittelmäßig oder sogar schlecht, nichts hat geklappt. Gib doch diesem König dein Königreich. Gib doch diesem König dein Königreich. Und er wird dich aus der Asche heben, seine Krone aufsetzen und mit dir zusammen deinen Lebensbereiche ordnen, wenn du es zulässt. Wenn du das heute bist, lass uns mal unsere Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, diesem König will ich mein Leben geben und mein ganzes Königreich will ich ihm unterwerfen, dann lade ich dich ein, mal die Hand zu heben. Mal die Hand hochzuheben. Danke für eure Hände. Danke für eure Hände. Ich lade dich ein, da wo du bist, lass uns zusammen zu diesem König sprechen und ihn einladen, unser König zu werden. Wollen wir das zusammen tun? Ich werde vorbeten und wir alle dürfen es nachbeten. Herr Jesus, du bist der König. Du bist der König aller Könige. Und heute Morgen
nehme ich meine Krone und mein Königreich, mein Wirkungskreis, egal welchen Zustand es ist. Und ich lege es vor dich nieder. Und ich sage, sei mein Herr, sei mein König, regiere du jetzt, Jesus, in mir, durch mich. Alle meine Rechte, all mein Besitz, meine Wünsche, meine Träume, meine Herausforderungen gebe ich jetzt dir. Danke, dass du mir vergibst, dass du mich reingewaschen hast, dass ich dein Kind bin, hey, und dass ich lebe mit dir. Und danke für deine Krone, die du mir gibst. Danke für mein Königreich, das dir gehört. Danke, Herr. Amen.